Karrierekiller Homeoffice oder die große Homeoffice-Lüge. Herzlich willkommen zum Vertriebsfunk, dem Podcast zu den Themen Karriere, Vertrieb und Recruiting. Heute ja, ein Recruiting- und Karrierethema. Die Homeoffice-Pflicht hat geendet. Viele Menschen sollen jetzt ins Büro zurückkehren und sagen, aber wieso, das hat doch alles super geklappt. Auch viele Unternehmen sagen, hey, wieso soll ich die Leute überhaupt zurückholen? Hat doch alles super geklappt im Homeoffice. Ich kenne auch einige Unternehmen, die sagen, hey, es hat sogar noch besser geklappt als vorher. Ich glaube aber, dass hier eine Menge Gefahren lauern. Also es lauern Gefahren für dich als Mitarbeiter, für deine Karriere, große Gefahren. Und es lauern Gefahren auch für Unternehmen als Ganzes. Und warum das so ist, das möchte ich dir in diesem Podcast erzählen. Zunächst mal, was ist überhaupt Karriere? Oder sagen wir mal so, wann machst du einen guten Job? Wann machst du einen guten Job? Wenn du deine Zahlen erfüllst, wenn du deine Projekte pünktlich abwickelst, wenn du deine Termine einhältst? Nee, du machst dann einen guten Job, wenn du die Erwartungen deines Chefs erfüllst. Du machst dann einen guten Job, wenn du die Erwartungen deines Chefs erfüllst. Und das habe ich aus einem sehr spannenden Buch übrigens, das packe ich dir mal in die Shownotes rein, von Thomas Hochgeschurz. Das heißt auch konsequent, das Buch. Wenn dein Chef im Büro ist und von dir auch erwartet, dass du Präsenz im Büro zeigst, dann ist es, glaube ich, eine gute Idee, das zu tun. Und die meisten Personalberater sagen auch, hey, du musst eigentlich vor Ort sein, wenn du Karriere machen willst. Es gibt auch Umfragen, eine von Korn Ferry, die sagt, über 1000 Führungskräften, da sagen 61%, dass Telearbeiter weitaus schlechtere Karrierechancen haben als die Kollegen, die ständig im Unternehmen präsent sind. Ne? Und warum das so ist, das möchte ich heute in diesem Podcast kurz mal darstellen, meine Gedanken dazu, weil ich finde, dass diese ganze Homeoffice-Euphorie, die es jetzt teilweise gibt, hey cool, wir müssen nicht mehr uns in den Verkehr stürzen, wir können die ganze Zeit zu Hause arbeiten oder vielleicht sogar remote arbeiten in einem anderen Land, das birgt eine ganze Menge Gefahren und zwar für dich und auch für die Unternehmen. Und die erste Frage, die man sich mal stellen muss, okay, die Unternehmen geben Milliarden aus für meistens jetzt noch die modernen Unternehmen, für ein schönes Büro, für eine Kantine mit Zuschüssen, für Zuschüsse fürs Fitnessstudio, den Kicker, eine Dachterrasse, Yoga-Lehrer, die ins Büro kommen, Meetingräume, schöne Meetingräume, tolle Präsentationsanlagen mit Beamern und allem drum und dran und Milliarden für Teambuilding, für Events, für Partys, Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Teambuilding-Trainings. Und das bedeutet eigentlich, hey, brauchen wir das alles nicht, damit ein Unternehmen zusammenarbeitet? Ist das alles unnötig gewesen? Das heißt, ein Unternehmen kann auch funktionieren, ohne dass man sich jemals persönlich trifft, und eine Teambuilding-Maßnahme kann ich ja auch über eine Zoom-Konferenz machen. Und da würde ich jetzt schon mal ein Fragezeichen dran machen. Ne? Und ich finde es auch ehrlich ein bisschen kritisch, wenn Unternehmen quasi einen Großteil ihres Aufwandes bei Büroarbeitsplätzen in deine Wohnung verlagern. Ja, also früher war Heimarbeit was für Billiglöhner. Ja, die haben dann da genäht. Ich war mal bei einem Handstand-Workshop übers Wochenende in Aschaffenburg. Und da am Bahnhof ist dann ein Schild, dass da eine der Herzen der Textilindustrie in Deutschland war. Da haben die Leute zu Hause im Bauernhof haben dann quasi Teile von Anzügen genäht und haben die dann mit dem Zug in die Stadt gebracht, und dort sind sie dann quasi zu Anzügen zusammengenäht worden. Das ist übrigens auch, die Konfektionsgrößen sind in Aschaffenburg erfunden worden. Also da ist man auf die Idee gekommen, dass nicht alles maßgeschneidert sein muss. Aber wie gesagt, das waren Billiglöhner, die Heimarbeit gemacht haben, die was zusammengenäht haben. So, und jetzt sind wir alle plötzlich wieder in die Heimarbeit. Und damals war das übrigens ein Fortschritt, dass man es geschafft hat, das Private und die Arbeit voneinander zu trennen. Weil früher war das immer zusammen, und mit der modernen Dienstleistungsgesellschaft, der modernen Industriegesellschaft, ist das ja jetzt, ist diese Trennung eigentlich gekommen. Ne? Es gibt ja auch Studien, die sagen, hey, aber die Produktivität steigt.
Wenn die Leute im Homeoffice sind, steigt die Produktivität. Und die wichtigste Studie, auf die sich da berufen wird, das ist die von Blum von 2000, zwischen 2010 und 2011 ein chinesisches Callcenter, Reisebüro-Callcenter untersucht, wo die randomisiert tatsächlich eine Studie. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann tatsächlich eine wissenschaftliche Studie zu machen, wo dann untersucht worden ist, wie produktiv sind die Mitarbeiter im Homeoffice und wie produktiv sind die Mitarbeiter, die im Büro sind in diesem Callcenter. Und das Ergebnis war, dass die im Homeoffice sind, 13% produktiver sind. Aber diese Produktivität geht doch darauf zurück, dass die mehr gearbeitet haben im Homeoffice. Und das höre ich auch von ganz vielen Menschen, die im Homeoffice sind, die sagen, hey, ich arbeite jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4 Stunden mehr als im Büro. Und klar, dadurch steigt die Produktivität. Übrigens, die Krankheitszahlen sind auch runtergegangen, wenn die Leute im Homeoffice waren. Und es gibt natürlich einen Produktivitätsschub bei den Unternehmen. Also Produktivität heißt ja Kosten pro Arbeitseinheit. Und wenn du weniger Bürofläche hast, hast du ja geringere Bürokosten. Das heißt, deine Produktivität steigt. Aber das geht ja dann irgendwie auf Kosten der Mitarbeiter. Also von daher würde ich dahinter Produktivität mal ein Fragezeichen machen. Auch, dass dieser erhöhte Zeiteinsatz sich auf Dauer so realisiert, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube halt auch, dass hier einige Sachen verloren gehen, weil wir sind ja Menschen, ne? Und wir sind ja ein Rudeltier. Wir mögen das Zusammensein. Nicht mit jedem, aber grundsätzlich mögen wir das Zusammensein. Wir mögen Live-Konzerte. Wir gehen gerne also ich vielleicht nicht, aber viele Leute gehen gerne auf Fußballspiele in ein großes Stadion mit ganz vielen Menschen zusammen. Und ich hab zum Beispiel von noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, boah, das war so eine tolle Videokonferenz, das müssen wir unbedingt nochmal machen, das war so toll. Habe ich noch nie gehört. Das ist halt nur Ratio. Ne? Und ich kenne auch kein Reisebüro, das virtuelle Reisen auf die Malediven anbietet. Ja, und ich weiß, die meisten Geschäfte, die ich kenne, funktionieren besonders dann gut, wenn der menschliche Kontakt auch funktioniert. Wenn die Menschen sich auch persönlich kennen und persönlich Zeit miteinander verbringen. Also die Auslandsniederlassungen, die wir in meinem alten Job hatten, da war mindestens einmal im Monat war jemand vom Headquarter da und hat mit denen viel über Arbeit gemacht, aber man war eigentlich immer abends auch was essen, hat sich persönlich kennengelernt, hat rausgefunden, wie der andere so tickt, um sich auch gegenseitig einschätzen zu können. Das wollen wir ja auch, ne? Oder schauen wir uns den Vertrieb an. Ich meine, nehmen wir mal, du gehst zu einem wichtigen Kunden persönlich. Du gehst mit dem Kunden gemeinsam Mittagessen und es gibt sogar noch eine Werksführung. So, wie gut funktioniert das für deinen Vertriebsansatz versus du hast eine Online-Präsentation? Ist eine rhetorische Frage, weil ich glaube, das Ergebnis ist klar. Oder du hast ein Bewerbungsgespräch. Es ist eine Stelle frei, es kommen zwei Bewerber. Beide sind gleich gut, gleich qualifiziert. Der eine Bewerber kommt persönlich vor Ort, der andere Bewerber macht es online. Ich glaube, dass es relativ klar ist, wer die Stelle kriegt. Ja, weil wir im Endeffekt aus dem Bauch entscheiden und persönliche Sachen helfen uns da weiter. Ich sage auch immer, es wird auch niemand auf die Idee kommen, eine Ehe remote zu führen. Ja, kann ja theoretisch super praktisch sein. Es sind unterschiedliche Jobs und vielleicht ist ja irgendwo auf dem Land, kann man auch mit Kindern viel günstiger leben und dann bleibt einer in der Stadt und der andere geht aufs Land mit den Kindern. Auf die Idee würde niemand kommen. Ja? Weil da halt noch andere Sachen drin sind, als das, was wir kommunikativ über den Bildschirm machen. Ne? Ich habe auch noch nie von jemandem gehört, hey, ich habe meinen besten Freund bei einem Online-Event kennengelernt. Das bedeutet, in meiner Welt geht hier was verloren. Ja, es geht das Persönliche verloren, es geht das verloren, was wir halt schlecht messen können, weil es halt Emotion ist. Es geht Kreativität verloren, das ist eigentlich klar. Ja, es geht eine Menge Zusammenhalt verloren. Es geht der spontane Austausch verloren. Ich merke das jetzt, wo wieder bei uns auch mehr Leute im Büro sind, wo ich jetzt nicht immer irgendwie eine Slack-Nachricht schreiben muss, sondern ich kann einfach mal über den Tisch fragen, hey, was ist denn da und damit? Oder ich verstehe das nicht, wieso ist das nicht im Verzeichnis drin? Das geht deutlich schneller. Ja, und oft ist dann, sitzt jemand anders an einem anderen Tisch und sagt, nee, das habe ich gerade verschoben. Ja, normalerweise hätte ich da wahrscheinlich eine Stunde gebraucht, um das rauszufinden, wo das jetzt ist.
Wir haben ja auch zum Beispiel bei uns im Telesales lernt man ganz viel über Mithören, wie andere Leute telefonieren, am Nachbartisch, am Tisch hinter mir. Ja, und ich höre oft auch mit und kann sagen, hey, was hast du denn da erzählt? Was war denn das für eine Frage? Kann man da nicht anders drauf antworten? Ja? Und du kriegst natürlich auch viel mehr mit, wenn jemand mal absäuft oder wenn jemand mal irgendwie Probleme hat. All das ist nicht mehr da. Ja? Es gibt denn in Großbritannien gibt es jetzt Armbänder, die im Einsatz sind für die Leute im Homeoffice, wo die Leute ihrem Chef oder ihrer Chefin die Stimmung übermitteln können. Ja? Wenn sie fröhlich sind, können sie auf den gelben Knopf drücken und wenn sie traurig sind, auf den blauen Knopf. Also Leute, wenn das die Zukunft der Arbeit ist, dann glaube ich, kriegen wir ein kleines Problem. Und ich denke, dass für Unternehmen da auch, die da jetzt nicht drauf reagieren, ich sage ja jetzt nicht, 100% alle müssen wieder ins Büro zurück, aber 100% Homeoffice ist es bestimmt auch nicht. Also Flexibilität ist da angesagt. Ich glaube, dass wir auch darauf drängen müssen, dass dieser Austausch wieder stattfindet. Und ich glaube, gerade im Recruiting, und Recruiting wird einer der Bereiche, der jetzt mega schwierig wird. Ja, wir haben jetzt den Generationswechsel, die Babyboomer gehen jetzt Stück für Stück auf den Markt, es kommt weniger hinterher, die Männer und Frauen, die jetzt ins Berufsleben kommen, die jetzt Job wechseln, die sind deutlich wählerischer, ja, klar, die wollen auch Flexibilität, aber im Endeffekt ist immer die Frage, warum soll ich hier arbeiten? Warum soll ich hier arbeiten, weil die Leute so ein tolles Bild auf dem Online-Monitor haben, weil die Aufgaben so spannend sind? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass da eine Menge zugehört. Das hat so mit Zugehörigkeit, was mit Spirit zu tun. Hey, da ist ein Spirit in der Company. Und ich will an diesem Spirit teilhaben, an dem, was die verändern wollen. Und das schaffst du online nicht rüberzubringen. Auch das ganze Thema Onboarding, Einarbeitung, die Arbeitsprozesse, wer sind die wichtigen Kollegen, wie ticken die, wie kann ich mit denen umgehen und so weiter. Das funktioniert live deutlich, deutlich besser und einfacher. Auch die Bindung aufzubauen. Ne? Warum gehe ich denn da jeden Tag hin? Ne? Also wir gehen ja eigentlich ganz oft auch zur Arbeit, weil wir uns auf die Kollegen freuen, ne? auf die Themen, die wir zusammen ausarbeiten, wenn es gut läuft. Ne? Manchmal freuen wir uns auch nicht auf die Kollegen, aber meistens ist es so, dass wir uns freuen. Ne? So, und dieser Spirit, ich will hier arbeiten, dieses Bauchthema, das fühlt sich gut an, das wird online sehr, sehr schwer darzustellen sein auf Dauer. Ne? Und die Frage ist ja auch, was macht denn modernes Arbeiten aus? Wo entsteht der Wert? Und wenn man sich das anguckt, sind es eigentlich immer mehr Projekte. Also wir müssen immer mehr zusammenarbeiten. Also dass jemand nur für sich allein an was arbeitet, das wird immer seltener. Ja, es hat ganz viel mit Kreativität zu tun, Inspiration, Ideen und mit dieser Kreativität, dieses Wissen, das gerade explodiert, in Werte zu verwandeln, also umzusetzen, ja, in eine Kundenlösung umzuwandeln, knifflige Probleme lösen, Erfahrungen von meinen Kollegen nutzen. Ja? Und solche Erfahrungen kriegst du halt von der Seite und in Workshops viel besser, als wenn du halt dann in dem Unternehmenswiki danach googeln musst. Ne? Und wir sehen auch, dass diese Themen im Team deutlich besser zu bearbeiten sind. Das ist auch durch Studien nachgewiesen, dass gerade diese Themen im Team deutlich besser sind. Deutlich besser abzuwickeln sind. Ne? Und so ein Team klappt halt meistens nicht so gut, wenn alle zu Hause hocken. Ja? Also ich weiß auf jeden Fall, dass viele Unternehmen damit jetzt auch schon Probleme haben, weil die Kommunikation halt stark eingeschränkt ist. Ne? Und die Frage ist ja auch, warum gibt es Unternehmen? Warum gibt es überhaupt ein Unternehmen? Da gibt es viele Antworten. Das bekannteste, glaube ich, dieses Coase-Theorem. Der eigentlich sagt, also du hast halt Transaktionskosten, wenn du was machst. Also du musst ja Verträge schließen, du musst Informationen sammeln, du musst Marktinformationen sammeln. Und wenn du das quasi in einem vertraglichen Rahmen machst, wo halt die ganzen Rahmenbedingungen geklärt sind, sinken diese Transaktionskosten. Ne? Also ich muss ja mit einem Mitarbeiter jetzt nicht jeden Tag darüber verhandeln, was er jetzt verdient, was er zu tun hat und so weiter, wie lange er für mich arbeitet zum Beispiel. Ne? Und in einem Unternehmen sind diese Transaktionskosten geringer, intern. Ne? So, und wenn du jetzt nur noch Menschen hast, die quasi über einen Monitor mit dir zusammenarbeiten, ist immer die Frage, ja, da kann ich ja auch irgendeinen Freelancer nehmen, der sich da dran setzt und das macht. Ja, und dann steigen aber die Transaktionskosten wieder und vor allen Dingen auch, wenn die Fluktuation steigt.
Ne? Also wenn wir sagen, okay, das, was eine Firma zusammenhält, ist halt mehr als die Aufgabe, an der ich gerade arbeite und das Team, das ich in einem Zoom-Call oder in einem Teams-Call sehe. Ne? Also wenn mein Job eigentlich nur noch ein interaktives TV-Programm ist und mir jemand 100 Euro mehr bietet, um ein anderes Programm einzuschalten, mit anderen Gesichtern da drauf, aber der Rest ist eigentlich ähnlich, warum soll ich denn da bleiben? Und die Studien sagen das auch, dass das bei Homeoffice-Mitarbeitern das Fluktuationsrisiko steigt. Und wir haben eh schon, also die Fluktuation wird eh grundsätzlich steigen, einfach dadurch, dass wir jetzt andere Generationen im Arbeitsmarkt drin haben. So, und wenn wir jetzt auf diese Transaktionskosten zurückkommen, wenn du halt eine Fluktuation hast von 12 Monaten oder weniger, dann hast du eigentlich keinen Vorteil mehr als Unternehmen, weil die Transaktionskosten dann eigentlich fast schon höher sind, als wenn du mit Freelancern arbeitest. So, und da stellt sich dann quasi schon so der Sinn vom Unternehmen und der Erfolg eines Unternehmens in Frage. Gerade weil Rekrutieren ja auch immer schwieriger wird. So, und da sind wir jetzt eigentlich am Kern der Sache, die ich machen muss, am Kern des Punktes, den ich hier bringen will. Ich glaube, dass hier eine große Gefahr liegt. Also, Flexibilität, ja. Homeoffice, wenn es passt, gerne. Aber der Kern der Arbeit, dieses kreative Zusammenwirken, das Arbeiten an Problemen, das Umbauen von Wissen in Mehrwert für mich, für meine Kunden, das funktioniert in einer persönlichen Zusammenarbeit. Ja? So, das ist das bei den Unternehmen. Und jetzt zurück zum ersten Punkt, zu meinem letzten Punkt jetzt auch. Wer im Homeoffice sitzt, macht keine Karriere. Titel vom Handelsblatt. Wer im Homeoffice sitzt, macht keine Karriere. Ja? Das sagt ein Berater von Korn Ferry, ich zitiere das mal, ein funktionierendes Netzwerk ist der Karrieremotor Nummer 1. Ein funktionierendes Netzwerk ist der Karrieremotor Nummer 1. Also gilt es, Vertrauen aufzubauen. Und das funktioniert eben nur über das persönliche Gespräch. Hinzu kommt, dass ein gemeinsames Mittagessen oder das gelegentliche Bier nach der Arbeit den Zusammenhalt noch weiter fördert. Und wie gesagt, wenn du Karriere machen willst, kommt es halt immer darauf an, wen du kennst und wer dich kennt. Und es kommt weniger darauf an, was du weißt. Und das liegt daran, dass wir im Grunde halt Primaten sind. Ja? Wir sind Rudeltiere. Und im Endeffekt geht es darum, wem wir vertrauen. Und Vertrauen tun wir denen, mit denen wir ständig gemeinsam unterm Baum sitzen. Und sagt ein Berater von Gemini Executive Search, sagt, ich kenne kein Unternehmen, das Leute im Homeoffice, die im Homeoffice arbeiten, noch befördert. Ich kenne kein Unternehmen, das Leute, die im Homeoffice sitzen, noch befördert. Führungskräfte gehören nun mal ins Unternehmen an die Front und nicht auf Nebenschauplätze. Wie soll sich ein Beziehungsgeflecht ergeben mit jemandem, der immer abwesend sind? Und genau das ist Voraussetzung für die Karriere. So, das heißt, wenn du dich Richtung Führungskraft entwickeln willst und dein Chef im Büro ist, wenn dein Chef die ganze Zeit zu Hause ist, ich kenne auch Geschäftsführer, die jetzt seit 8 Monaten nicht mehr im Büro erschienen sind, im Gegensatz zu ihren Mitarbeitern. Gut, wenn das dein Chef ist, dann muss man darüber nochmal nachdenken, aber wenn dein Chef wieder im Büro ist und dich zu einem Meeting einlädt, glaube ich, ist es eine gute Idee, möglichst oft auch persönlich aufzutauchen. Ja, also wie gesagt, nur weil etwas geht, heißt es nicht, dass es für immer die richtige Lösung ist. Mein Fazit aus dieser Folge. Jede Krise treibt natürlich ihre Kapriolen. Also ich weiß noch, nach dem 11. September, Einsturz World Trade Center, wurde gesagt, es gibt keine Geschäftsreisen mehr. Ja, es macht ja gar keinen Sinn mehr, es ist viel zu gefährlich zu reisen und so weiter. Und ein paar Jahre später gab es mehr Geschäftsreisen als jemals zuvor. Also es wurde dann eine Weile lang keine Geschäftsreisen gemacht. Ein paar Jahre später, ob das dann auch so Sinn macht, ist fraglich. Aber wie gesagt, ich wollte damit zeigen, es gibt halt immer so harte Ausschläge. Das wird jetzt bei Homeoffice auch so sein. Und für dich als Mitarbeiter, aber auch für Entscheider, würde ich sagen, okay, du musst diese Kapriole jetzt aber auch nicht bis zum Anschlag mitmachen und halt die negativen Konsequenzen kennenlernen. Das ist das, was ich sagen will. Ne? Und wie gesagt, nur weil etwas geht, muss es eben keine gute Sache sein. Und klar, Corona macht uns Angst, aber Angst ist nie ein guter Ratgeber. Und Bequemlichkeit ist auch kein guter Ratgeber.
Nur weil es bequemer ist, nicht mehr ins Büro zu fahren, heißt es nicht, dass es die beste Lösung für das Unternehmen ist. Langfristig. Ja. Und ja, was aber immer so ist, der Fisch stinkt vom Kopf her. Also wenn die Führungskräfte das nicht vorleben, wird es halt schwierig, ne? Weil du musst ja die Erwartungen deines Chefs erfüllen. Ne? Und die Frage, die wir uns immer stellen, die ich mir immer stelle, die ich auch in meinen Workshops bei meinen Kunden stelle, ist, was hält denn so eine Firma, was hält ein Bereich, was hält eine Vertriebsabteilung denn wirklich im Innersten zusammen? Warum sind wir da? Warum geben wir da unser ganzes Herzblut, unsere ganze Energie rein? Und ich bin der Überzeugung, nicht weil das das beste Fernsehprogramm ist auf meinem Rechner. Ja, weil die Schauspieler da so toll sind und so nett. I don't believe it. Ja. Und Fluktuation wird in der Zukunft eine gigantische Herausforderung sein. Ja. Wir geben unfassbar, wir müssen immer mehr Geld ausgeben, ich bin ja Headhunter, immer mehr Geld ausgeben für Recruiting. Ich merke das hier für die Unternehmen, die wir beraten beim Thema Recruiting. Ich habe noch eine zweite Firma, die im Bereich Gesundheit und Pflege unterwegs ist. Da sind wir ja schon viel weiter beim Recruiting vom Schwierigkeitsgrad her. Also Recruiting wird immer aufwendiger, teurer und schwieriger und komplexer. So, das heißt, es wird teurer, Mitarbeiter für sich zu gewinnen und die Fluktuation wird steigen. Das heißt, ich muss mehr Geld ausgeben pro Zeiteinheit, wo ich einen Mitarbeiter habe. Das heißt, ich habe eigentlich als Führungskraft hier zwei wichtige Aufgaben. Erstens, ich muss mich mit dem Thema Recruiting beschäftigen, dass ich hier die Kosten im Griff halte und das Know-how mir reinschaffe, das halt umzusetzen, ja, oder halt die passenden Dienstleister finde. Und ich muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter halt nicht nur wegen der Aufgabe, nicht nur wegen des Gelds, nicht nur wegen der tollen Work-Life-Balance bei mir bleiben, weil das wird nicht reichen. Ja, da gehören noch andere Sachen dazu. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die bei einem Unternehmen bleiben, weil sie sich dort einfach geborgen fühlen. Ja, weil die Kollegen halt zusammenhalten, weil sie Gas geben und diese Geborgenheit wird nicht dauerhaft über einen Monitor stattfinden. Ja. So, und das ist das eine für Unternehmen. Also Recruiting wird mega komplex werden, Fluktuation wird das große Thema werden. Da muss man eine Lösung für finden. Ich habe das gerade hier bei uns gemerkt. Wir stellen hier relativ viele Praktikanten im Moment ein, die ein duales Studium angehen wollen. Und wir waren hier während Corona, sind wir das einzige Unternehmen in Frankfurt, so haben es mir die dualen Hochschulen gesagt, das einzige Unternehmen, das überhaupt Vorstellungsgespräche durchgeführt hat. Die anderen Unternehmen haben sich alle totgestellt. Ja? Und wir haben jetzt hier wirklich sehr tolle Leute, die jetzt ein Studium beginnen, die wir quasi über ein duales Studium an uns binden. Und das funktioniert nur, weil die hier sind, weil die mich kennenlernen, weil die mit mir hier Videos und Podcasts aufnehmen und so weiter, weil die Kollegen und Kolleginnen kennenlernen. Deswegen wollen die bei uns arbeiten. Ja? So, das gilt halt nicht nur für die ganz besonders. Ne? Wie kann ich denn diese jungen Leute dazu motivieren, bei uns quasi reinzukommen und Gas zu geben? Und wie gesagt, wenn du siehst, dass die mit einem Lächeln ins Büro kommen hier morgens, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Hinweis. Und auf der anderen Seite, wer Karriere machen will, der muss halt mehr machen als seine Projekte erledigen, gute Leistungen bringen. Der muss halt auch im Netzwerk drin sein. Er muss im Netzwerk drin sein. So, und deswegen schau dir an, welche Leute musst du kennen? Wo sind persönliche Treffen wichtig? Ich höre das ja immer wieder aus meiner Mastermind von den Teilnehmern. Wie werden Karrieren gemacht? Ja, das ist eigentlich immer persönliche Treffen. Persönliche Zusammenkünfte, persönliche Meetings, wo solche Karriereentscheidungen vorbereitet und getroffen werden. So, und wenn du dein Netzwerk erweitern willst, wenn du was dazulernen willst und das tatsächlich live, dann gibt es jetzt auch wieder die ersten Events. Ein Event ist von einem guten Freund von mir, Sven Lorenz, das ist die sogenannte Unternehmensoffensive am 11. und am 12. September in Frankfurt, wo du alles erfährst, auch das Thema Recruiting, digitales Recruiting thematisiert wird, wo es um Steuern geht, wo es um Strategie geht. Also eigentlich alle Themen rund um das Thema Unternehmertum und Gründung. Mit 400 bis 500 Teilnehmer werden erwartet. Das heißt, auch hier Networking ist mit dabei. Es geht um Mitarbeiterführung, also viele, viele spannende Themen, Steueroptimierung. Wenn du da dabei sein willst, bei der Unternehmeroffensive,
habe ich einen Link für dich, wo du sogar noch Geld auf das Ticket sparen kannst. Also schau einfach mal im Podcast in den Shownotes oder bei YouTube unten in den Kommentaren. Da setze ich dir den Link rein. Da bekommst du dein Ticket zur Unternehmeroffensive am 10. und 11. September diesen Jahres. Ein Live-Treffen zum Netzwerken und zum Gasgeben.